Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Splatoon 3 ja. Online. Es gibt nämlich mal wieder ein super tolles Splatfest. Ja, Flo ist gut. Und da werden wir gleich mal reinschauen. Es war ein Halloween Splatfest, weil es ist ja jetzt bald Halloween. Ganz simpel. Ja, ja, wer ist mit, wer ist dabei? Schön. Ist jetzt nicht wieder alles vor. Splatoon. Splatoon hat geschlagen. Darf gegruselt werden. Ei, wähle ein Team. Ja, ja, am Splatfest stand. Und von diesen Artworks finde ich Gespenst ja am coolsten. Es geht nicht nach den Bildern, es geht grundsätzlich um. Mit wem wärst du gern befreundet, Jan? Ach so, stimmt. Geht dann. Also so ein Skelett zum Brook wäre schon cool. Oh, der macht bitte viele Späße. Erstmal gucken, wer hier gut gewonnen hat bisher. Na gut, dann gehen wir ins Gewinnerteam. Was? Du weißt genau, dass das nur einer von vielen Sachen ist. Ja, ich weiß, aber ich will das doch auch am liebsten haben. Ja, das Spiel wurde optimiert. Schön. Ach, mir ist egal. Macht da keinen Unterschied. Aber am sinnvollsten wäre es, glaube ich, sogar mit einem Zombie befreundet zu sein, weil wenn man einen Zombie-Apokalypse einen Zombie-Freund hat, das ist schon gut. Muss ja nicht immer gleich an Apokalypse denken. Ja. Aber gut. Mach ich. Team Zombie, auf geht's. Was? Team Zombie. Wenn's... Ja, weil du es gerade nur gesagt hast, war ich gerade irgendwie voll bei Zombie. Naja, gut. Das wollte ich nicht. Das ja, wollte ich nicht. Jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Doch, das wollte ich. Weiß ich nicht, wir können jetzt mal gucken, aber ich denke nicht. Deko und Co. ist auf jeden Fall was Neues. Guck ja, das ist rein. Da, glaube ich, immer. Achso. Nee. Oder beim Kapselautomaten. Können höchstens nochmal eine Waffe ändern, aber. Da war aber einiges Neues. Sind aber die meiste Kleidung sieht einfach nicht schön aus hier. Keine Ahnung. Ja gut, das wollen wir uns eh nicht angucken, dann wird es eh die Standardsachen. Naja, dann bleibt es halt alles so, wie es ist. Muss halt gefallen. Ich wollte sagen, Waffe lassen wir einfach so. Geht ja jetzt am Splatfest. Mit der Waffe kam man, glaube ich, letztes Mal sehr gut klar. Ist das so? Ja. Na, sind wir mal gespannt. So, auch ihr könnt mal sagen, wie ihr den neuen Charakter da unten findet, ob ihr das wollt, stören findet, gut findet. Wäre ich sehr gespannt über die Meinung. Hat jemand Gutes, Nettes gemacht? Und ihr könnt mal reinschreiben, feiert ihr Halloween? Habt ihr früher Halloween gefeiert? Wie macht ihr das? Es gibt Leute, die bei Halloween zur Party gehen, es gibt Leute, die Halloween immer noch rumgehen. Halloween-Party würde mich halt eigentlich mal interessieren. Jetzt halt ist aber auch cool, wenn man das so cool dekorieren kann und alles. Deswegen, das meine ich ja. Mit so Snacks und damit so. Also ich möchte selber keine machen, aber ich würde gerne mal dabei einer sein. Der muss ja aber auf verkleiden. Da brauche ich aber irgendwie, der mir da hilft, das kann ich so nicht. Hier ist ja nicht so auch als Zombie durch. Danke dafür. Ein bisschen. Also. Ein bisschen Puder. Ein paar Nähte. Und dann geht's ab. So, ist das eine neue Map? Kennen wir die schon? Die sieht ja neu aus. Die ist so eine Baustelle gefühlt und da ist eine Ruine. Hier sieht irgendwie die Textur hier ein bisschen anders aus auf dem Boden jetzt. Aber das ist wahrscheinlich nur Einbildung. Die Textur. Oh, du hast deinen Hammer diesmal, okay. Tempel.
komm jetzt nicht raus. Pass auf, da kommt jemand bei dich. Der links? Ah ne, der ist gestochen. Die Folien kann man nicht einfärben, glaube ich. Naja. Jetzt lässt du den Hammer einsetzen. Ja, warte. Komm ich da nicht hoch? Naja. Nee. Naja, gut. Dann pressen wir aber mal ein bisschen vor. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, jetzt hast du was aktiviert. Mal wieder zurück. Da vorne, da oben. Hinterher, hinterher, ja, 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 ja. Ah, das war so ein Eckendrück. Ja, ich glaube, so lange bist du noch nie am Leben gewesen, also. Ja, siehst du mal. Ja. Wie können Sie das Verhalten bitte? Einfach Pro-Gamer geworden. Vielleicht hast du den Hammer wieder. Auf, da vorne ist jemand. Pass auf, pass auf. Hammer, Hammer. Aber noch nicht ganz. Jetzt. Da ist jemand. Yes. Vorrücken, da ist noch jemand. Hinter dir. Schnell, 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 schnell. Warum weichst du ihn aus? Ich hab gerade irgendwie nicht richtig begriffen, wer hier wer ist. Alter, One Piece hat mich getötet. Wer auch sonst. Aber es sieht sehr gut aus für unser Team, glaube ich. Ja, das andere Team hat auch Gefahr gerade. Versuchen wir mal so weit nach vorne zu kommen, wie es geht. Pass aber auf, pass aber auf, pass aber auf. Du siehst doch, wenn die Namen orange sind. Das kannst du noch einfärben. Aber du willst nicht zurück. Komm, einmal die Ulti zünden kannst du noch, wenn du jetzt noch genug weg musst. Komm, da fehlt dir mehr viel. Zünden! Vor! Oh, da bist du jetzt voll rein. Oh mein Gott. Oh, sehr schön. Nur einmal gestorben. Na, warte. Ich sag nein, 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 nein! Ich werde kein zweites Mal sterben. Das war gut. Also das war ja sehr deutlich. Alter, einfach rasiert. 80. Einfach rasiert. Na, fast. Ich habe am meisten Revier gefärbt. Ja gut, da fokussierst du dich ja. Oh, warte mal. Also warte. Warte. Ich weiß was, wir müssen gleich ganz kurz was machen. Weiß nicht, ob das noch gilt. Wenn ja, müssen wir das Spiel mal ganz kurz neu starten. Schön. Weil ich hatte da was gehört. Und das gucke ich gleich nach. Beenden. Prüfen mal, ups. Mal ganz kurz zusammen. Wenn das nämlich noch funktioniert, machen wir das. Also es sollte irgendeine Benachrichtigung geben, wenn man das Spiel über die startet, kriegt man irgendwie so ein Halloween-Outfit. Weil du es gerade gesehen hast bei dem Gegner. Ja, da ist mir wieder eingefallen. Das hatte ich gesehen und gedacht, nee, dafür starte ich jetzt nicht extra das Spiel. Aber wenn wir es jetzt gerade eh haben, aber wo ist es denn? Wo ist denn hier Splatoon? Hä, das war doch eben da. Wir hatten es doch vorhin mal gesehen, oder? Noch weiter? Ich kann die Zeit hier gerade auch gar nicht einschätzen. Herbst. Vielleicht gibt es das auch einfach nicht mehr. Ich kann halt auch gar nicht mehr sagen, wann das war. War nicht suchen. Kann man nicht. Ne, gibt's nicht. Schade. Naja. Dann halt weiter. Du kannst jetzt. Warte, 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 warte. Du hast eine Muschel bekommen. Der Automat ist doch da direkt daneben. Die erwachsene Sonne. Oh. Wir haben ihn sogar noch aktiviert. Na gut, dann brauchen wir es natürlich nicht.
Aber nur noch für 3 Kämpfe. Nein, ich möchte nicht ins Profi-Match, bitte. Ab natürlich ins Profi-Match. Da, wo ich hingehöre, ne? Ich muss halt eigentlich auch mal dran denken, dass ja, was man mit dem Stempel auch einfach so machen kann. Im Notfall. Aber zuletzt. Nee, kannst du halt instant machen und ist er halt weg. Ja, das meine ich ja. Das sollte man zuletzt machen, also, oder ja, wenn man einen Gegner hat. Ja. Und du hast diese Curl-Bomben, nutzt die mal. Die machen auch coole Sachen. Was ist, kannst du die gegen die Wand werfen? Ja, aber dann gehen die, glaube ich, einfach so im Winkel zurück. Einschlagswinkel gleich Ausschlagswinkel. Nein. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel oder so. Oh, der hat auch so eine Zombie-Maske. Das wieder, ja, ich hätte mir das holen sollen, aber naja. So aktiv spiele ich den Spieler hier jetzt eh nicht. Außer bei Splatfest mal für ein, zwei Parts. Also diese Folienwände kann man nicht kaputt machen, kaputt anfärben. Nicht. Nee. Aber ich finde so für zwischendurch einfach mal so ein Match, also auch wenn es über Splatfest ist, finde ich das Spiel halt immer noch ganz cool. Ja. War jetzt wirklich, um da richtig reinzuschwitzen, ich weiß ja nicht. Oh, voll keine rein, Jan. Waren aber auch 3 Leute auf einmal, ey. Die sind alle nach vorne gestürmt. Naja, sieht genau andersrum aus. Als beim letzten Mal. Sehr aggressiv, aber die sind auch schon gestorben. Also pass auf, nicht so aggressiv, Jan. Mehr defensive verstecken und hinter dem auftauchen und kaputt machen. Ja, nicht. Ja. Das geht voll und ganz auf meine Kappe, gebe ich zu. Und jetzt geht's nach vorne. Ja, kann ich auch von hier aus machen. Oh oh. Pass auf zur Seite. Gut. Der ist jetzt auch hier, also pass auf. Er hat sich verdienisiert, du hast deine Ulti. Versetzen. Einfach nach vorne. Ich hab ihn gesehen. Auf den Weg. Von hinten. Alter. Boah, kannst du komplett vergessen hier. Ja, die haben halt auch die krassen Follower. Aber mal gucken. Ihr habt eben, weiß ich nicht, über 70 gewonnen. 73, 74 oder so. Das ist nicht so aktiv draufgehen. Vor allem nicht mit einer, der einen Roller hat. Der überrollt dich einfach. Da ist einer, ich hab's gesehen. Hi! Sehr gut. Alter, verpiss dich doch. Wird das eine höhere Niederlage als die letzte Sieg? Chill, erledigt. Und er hatte mich eben auch schon erledigt. Zurück. Ulti! Nochmal wenigstens ein bisschen, ja! Calling Bombe. Natürlich musstest du nochmal stimmen. Oh, nee. Aber es war nicht so hoch die Niederlage wie bei meinem. Trotzdem nicht gut. Da muss auf jeden Fall noch ein drittes her. Um zu schauen, in welche Richtung das in diesem Part geht. Mir hat die erste Richtung besser gefallen. Verständlich. Dann bist du vielleicht gleich sogar Level 2 Fan. Ach, das waren irgendwas Ruinen, stand da. Okay. Na, guck mal, die macht doch schon mehr als ich dachte. Du benutzt die halt fast nie, diese. Naja.
Items. Gab's da letztes Jahr auch ein Halloween-Event? Gab's das Spiel letztes Jahr überhaupt schon in der Zeit? Keine Ahnung mehr, wann das rauskam. Ja, keine Ahnung mehr. Splatoon kam am 9. September raus. Na, ja, letztes Jahr. Ja, jetzt nicht dieses Jahr, dann. Ja, vorletztes Jahr hätte ja auch sein können, weiß ich doch nicht. Ja, noch älter. Ja gut, dann macht's Sinn. Gut, sie hätten halt instant ein Halloween-Event machen können, aber... Die Events haben sie erst später angefangen, oder nicht? Ja. Sollte dann stolz, dass wir es wieder geschafft haben, dran zu denken. Ja. Schätz mal, wann es mit dem 2 rauskam. Gar keine Ahnung, ich weiß nicht mal, das Jahr grob, 2015. 17. 2015 war Splatoon 1. Naja, dann immerhin schon ein bisschen recht. Und auch für Kelsey kam 2018 raus. Na super. Das war jetzt im zweiten Teil. Auch schon wieder die mit der Klecksrolle. Mann, Jan, du hast deine Ulti voll. Ich hatte meine Ulti voll. Wollte gerade losstempeln und in dem Moment kam der dann hat BAM gemacht. Na. Ich wollte ihn mit meinem Stempel zerstempeln, aber hat nicht so geklappt. Unten sind welche. Ganz viele. Pass auf, da ist er wieder. Zurück, genau. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, da sind noch mehr. Los, Ulti, 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 Ulti. Schnell, schnell, schnell. Gut, gut. Da hinten rechts war einer. Ja. Geil. Einfach vor, einfach vor. Ja, 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 ja. Also deine Kölbung. Wo ist er denn jetzt genau? Hilfe. Einfach weg, einfach weg. Du hättest da nicht so drauf gehen müssen. Doch. Nee, das siehst du, das ist nicht so simpel. Ja, nochmal zurück und dann Rolltanken und so. Wie ist das? Nein, das ist das. Bergküsse. Je nachdem, welche Wache man spielt, ist das auch sinnvoller oder weniger. Und Uli, los jetzt, da ist er, da ist er. Klecksroller geht halt immer noch nicht. Du hast aber jemanden getötet. Ja, ich hab den Klecksroller halt auch getötet, aber er mich auch. Das ist ja gar nicht so schlimm. Hauptsache, du kommst nochmal durch mit die Ulti und machst da hinten nochmal die von ihm. Pass auf, was? Ja, sehr gut, sehr gut. Komm, einmal noch eine Ulti, das schaffst du. Jetzt. Möglichst viel von dem. Ja! Oh, jetzt aber nicht zu viel wollen. Wieder zurück, rückweichen, rückweichen. Ja, das wird zu viel gewollt, Jan. Ja. Oh, die hat meinen Weg halt auch schon abgeschnitten. Hinter mir, das heißt, ich hätte auch nicht mehr so einfach zurückkommen, gehen können. Geil, mal schnell vor. Oh, sieht wieder sehr gut aus für uns. Sehr weiß gut. Ich glaube schon, aber nicht so krass wie beim letzten Mal. Nee, so krass nicht, aber... schon oh krass. Gott. Doch, das war krasser als das andere. Ah, weiß ich nicht. Ähnliche Funktion, glaube ich sogar. Alter, Platz 1 in Gesamtleistung. Guck dir gleich das mal an, ich will gucken, wie das aussieht bei dieser Tabelle. Diese Geräusche. Da. Nee. Wo steht das jetzt, wie viele Punkte die anderen haben? Umami-Ruin heißt das hier, cool. Alla. Wow. Hä, wo stand das denn jetzt? Da war's. Hä? Von wegen. Geht ja auch um Einfärben und so, das steht da ja nicht. Achso, ich dachte, wir hören jetzt auf in die Quatsch, das heißt. Nö, einen machen wir noch. Ich dachte, das war so schön, mit Musik jetzt aufzuhören. Dann halt doch nicht, dann mach. Dann do your thing.
Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Splatoon 3. Mal sehen, was das nächste sein wird, was wir euch zeigen. Welches Splatoon, ob es nochmal eins gibt, noch wahrscheinlich. Also, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, nicht verpassen und Like gelassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.